Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, im letzten Rennen ist es uns gelungen, mal wieder einen Doppelsieg zu holen. Und ja, es war eigentlich kein sonderlich schweres Rennen. Ein Safety Car hat es ein bisschen spannender gemacht, aber im Großen und Ganzen war das Rennen halt jetzt nicht so extrem. Ja, warum jetzt in seinen Tagen keine Folgen kamen, lag daran, dass ich nicht direkt einen Unfall hatte. Mir ist einer ins Auto gefahren. Mein parkendes Auto. Von daher musste ich mich darum ein bisschen kümmern. Weshalb es jetzt weitergeht. Und ja, wir gucken, wie es in Dubai läuft, weil da auch Stock schon vorzeitig Fahrerweltmeister werden kann. Da sollte Kuji gewinnen und Stock Zweiter werden, ist es vertagt auf Phoenix. Sollte Kuji nicht 7 Punkte aufholen, ist automatisch Stock Meister. Das heißt, es ist ganz schön interessant und wir haben wieder einen ausgebrannten Mitarbeiter. Eieiei. Den müssen wir irgendwie direkt ersetzen, ne? Aber es ist keiner so richtig da, der den ersetzen kann. Weil nur Heber oder schlechte Reifenwechsel, die brauchen wir nicht. Wir brauchen gute Leute. Ist aber nicht schlimm. Wir können die Leute wieso jetzt, oder müssen die Leute wieso mal jetzt austauschen. Weil die langsam K.O. sind. Ja, der Ausgebrannte kann da mal ein bisschen was machen. Du kannst nach da und du kannst auch da. Perfekt. Ich hab doch gewechselt. Mit dem. Merkwürdig. So, jetzt unsere Boxenkuh nämlich schön fit. Wir wechseln noch die beiden. Aber egal. Wir brauchen dann definitiv 2 Leute dann. Ne, um Dufner und den, wie heißt er? Friedel. Einmal umzutauschen. Agent von Mühren. Absolut. Ne? Mühren ist ein guter Fahrer, aber eigentlich nicht. So, die Bremse sind wir dran. Und Sponsoren. Oh, bitte, bitte, bitte. Nein, schade. Wenn wir Erster werden, kriegen wir 1,8 Millionen. Wenn wir da Erster werden, kriegen wir 1,2 Millionen. 1,8 Millionen ist schon deutlich besser, deswegen holen wir uns das und es wird wieder nichts mit dem Phoenix-Ding. Ich weiß nicht, wieso da immer das Phoenix-Ding so schlecht läuft. So, Motor haben wir leistungsmäßig dann volle Möhre ausgebaut. Ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob wir wollten noch eine Bremse bauen oder nicht. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Oh, lass sie mal kurz untätig sein. Kein Problem. Wir haben eine hervorragende Bremse. Ich glaube, wir wollten noch eine ausbauen. Ja, 2 Tage. Plus dich nochmal. Plus das nochmal. Plus das nochmal. Also die Bremse, die ist auf jeden Fall auch richtig Bombe. Da sollten wir keine Probleme haben, die da hochzuziehen. Wir packen alles rüber, was wir haben. Die Bremse nehmen wir mit. Jawohl. Machen wir einen Tag nach dem Rennen, ist die Bremse fertig. So ist die Bremse auch ein Tick stärker und sie hat ja wieso nur 5% rote Bereich. Also von daher ist das Ganze schon, ja, vertretbar. Spannung steigt hier noch. Wer steigt, will aufsteigen und wer will absteigen. Also absteigen will, glaube ich, keiner, aber Thornton übernimmt die Führung vor Zampelli und Otsu. Und McNeil holt Punkte. Wichtig, aber fehlen immer noch 6 Punkte. Und hier ist es Dragon. Ja, Dragon gegen Octane ist so ein bisschen der Kampf. Boa spielt auch noch ein bisschen mit. Titelverteidigung von Budetta wissen wir, das wird nicht funktionieren. Wenn noch 2 Rennen müssten, sie halt immer Doppelsiege holen. Und selbst dann wird halt nicht mehr klappen. Ja, weil die holen ja Maximum 20 Punkte. Okay, wir haben doppelte Punkte am letzten Rennen. Wenn die anderen nichts mehr holen, hätten sie 49 plus dann 40 Punkte oder 38 Punkte, wird das nicht mehr reichen. Also
Die Titelverteidigung Pupulator ist auf jeden Fall schon mal Geschichte. Sind sie selber schuld? Sie hätten den Aufstieg definitiv nehmen sollen. Aber wer nicht will, der hat schon. Abstimmung. Gibt es doch mal eine Regeländerung für die letzte Saison? So normal lang. Ich enthalte mich mal. Ob die Rennen jetzt etwas kürzer werden oder nicht? Ist abgelehnt. Okay, dann bleibt es ja so, wie es ist. Das waren auch alle, ne? Gibt es neue Regeländerungen? Das wird angenommen für Gleichberechtigte. Gerichtsedition ist verboten für nächste Saison. Und Yokohama wurde abgelehnt. Das heißt, zwei neue Regelungen für nächste Saison. Gewichtsreduzierung ist dann nicht mehr ganz so dramatisch. Da müssen wir uns dann nicht mehr drauf fokussieren. Und wir schauen mal, wie stark ist die neue Bremse. Sie ist noch nicht so stark wie die neue, also wie die alte. Aber wird ja noch. Die Frage ist, wie lange dauert das, bis die andere Bremse kommt? Gut. Machen wir so, weil ja, es kommt ja schon bald die neue in 3 Tagen. Ist ein ganz schönes Sümmchen, was da auf uns zukommt. Aber okay, wir haben Dubai. Eine Strecke, die man mit den weichen Reifen auf jeden Fall easy fahren kann. Sogar mit den normalen Fahrern schafft man eigentlich fast schon Soft-Soft. Super-Soft. Ultra-Soft weiß ich gar nicht. Nee, man fährt, glaube ich, Soft-Medium-Hard. Gibt es eigentlich auch Super-Hard hier? Dieses SH? Es gibt eigentlich nur H und dann SH gibt es auch noch. Die sind aber ultra-selten, dass man die fährt. Also es gibt Ultra-Soft, also US, dann gibt es halt Super-Soft, dann gibt es Soft, Medium, Hard und Super-Hard gab es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Dubai. Dubai, zack, hier unten sollte irgendwo Dubai sein. Doha, Schwarzmeer, Kapstadt, Mailand, wo ist Dubai? Doch so weit oben? Okay, doch so weit oben. Ja, klar, wir trainieren jetzt natürlich die Soft-Reifen. Stock hat natürlich wieder seine Vorteile mit den Reifen. Ja, geladen habe ich es. Perfekt. Ich dachte schon, ich hätte das Setup jetzt nicht geladen. Aber ist ja nicht so. Sprint bitte auf. Das einstellen. Hätte ich fast übersehen. Dass wir das haben. Na, guck mal da. Das Setup vom letzten Saison scheint wohl ganz gut zu sein. Und kurzzeitig ist Ramos vorne. Aber nur kurzzeitig. Die Temperatur geht halt hier sehr schnell hoch. Ne? Und dann haben wir nochmal eine neue Bestzeit von Stock. Wir haben irgendwie seinen Spaß gefunden auf der Strecke. Klar, ich glaube, du bist sehr motiviert, wenn du es in einem Rennen, zwei Rennen vor Ende schon die Meisterschaft entscheiden kannst. Ne? Dann wäre man mal ein bisschen motivierter, weil danach kannst du die anderen Wochenenden schön entspannt angehen. Oh, Stock. Schnappt sich nicht die Bestzeit, aber okay, die sind auch mit Supersoft gefahren. Jetzt kommen wir rein. Aber selbst Ramos auf Platz 4 ist schon sehr stark unterwegs. Ne? Topf wiederum ein bisschen enttäuschend auf Platz 7. Hat der Krüger bisher ein starkes Wochenende. Wow. Ich habe mir gerade eben noch gesagt, boah, das ist ein gutes Setup. Wenn ich gesagt habe, das fühlt sich super an. Aber scheinbar nicht so.
Mal schauen, jetzt kommen nämlich die Supersoft zum Einsatz. Das ist ein gutes Setup. Muss man vielleicht ein bisschen was an der Geschwindigkeit noch drehen. Ich würde sagen, mehr Beschleunigung. Probieren wir mal. Ja, was soll das denn? Also die Karte nicht so einstellen, wie sie vorher war. Ich glaube, jetzt wird eine neue Bestzeit gefahren. Auto ist leichter, neue, weichere Reifen. Abtrieb ist nicht mehr so gut, du willst weniger Abtrieb. Okay. Also 5% kriegen wir doch hin, ne? Okay, überraschend. Stock scheint mit den Reifen. Oh, okay. Ich sag gar nichts dazu. Das war ja mal übelst nice Runde und jetzt will er direkt nachlegen. Und fast. Noch mal eine halbe Sekunde. Oh, und Ramos nochmal auf Platz 3. Und das mit einem schlechten Setup. Eigentlich. Ja, für uns ist die Saison eigentlich ja schon entschieden. Ja, wir sind Teammeister und Fahrermeisterschaft ist auch relativ schon gut entschieden, fast. Ne? Ist halt die Frage, wie Kuji halt jetzt, ob es auf Phoenix verlegen kann oder nicht. Im Weiteren ist es ja auch, wir nehmen 85, das andere war mir zu riskant. Ach, die neue Bremse nicht eigentlich nur 5%? Okay. Es gibt auch noch ein paar Duelle, die wir ja in dieser Saison noch haben, ne? Mit ich glaube Steinmann gegen andere. Wow, das hat ein schlechtes Setup geworden. Okay, dann kriegst du ein bisschen weniger Flügel. Der Wagen wurde da auf jeden Fall besser, indem er weicher war. Die Geschwindigkeit wurde auch schlechter, das heißt, du willst mehr Beschleunigung. Okay, mit angefahrenen Soft. Super Soft. Hier haben wir ein gutes Setup. Bedeutet mehr Endgeschwindigkeit. Und auch den angefahrenen Super Soft. Ja, die Temperatur hier in den Reifen muss man sowieso extrem aufpassen. Ich glaube, ich versuche auf jeden Fall ein paar Farben noch von allen Autos so ein bisschen in das nächste Regenauto einmischen zu können. Es geht dann leider nur 4. Blau und Orange sind unsere Hauptfarben und dann kommt vielleicht noch Grau, weil wir 2 Jahre lang Grau gefahren sind. Und vielleicht das andere etwas und schwarz vielleicht. Muss ich gucken, genau wie ich das letzte Auto gestalten werde. Also orange, blau, blau, orange irgendwie sind auf jeden Fall die Hauptfarben. Und dann rot hatten wir, glaube ich, eine Saison. Lila und türkis hatten auch nur eine Saison. Ist mir halt zu wenig. Schwarz hatten wir sehr oft. Ich glaube, zweimal oder dreimal. Und halt grau hatten wir auch 2 Jahre lang. Ja, ist mal chillig, ne? Da kann man mal entspannt jetzt in die Box fahren. Gar nicht drauf geachtet an die Zeit, weil es wäre schon komisch, wenn man im Q1 ausscheiden würde. Ja, viel Kete fährt noch. Und Berardi. Oh, Berardi wäre natürlich stark, weil Bardo ist auch weiter. Ah, wenn Fekete schafft es. Damit ist Bardo raus. Ja, wir haben ja wieder Steinmann, glaube ich, gegen Chirot.
Team Kirov gegen Esprit und Gwinsor gegen Krüger. Panther, glaube ich, ist so ein Mittelding zwischen den beiden Teams, also zwischen oberen und unteren Teams. Es wird auf jeden Fall noch sehr interessant. Als Aufsteiger ist auf jeden Fall Team Kirov diesmal nicht so stark gewesen wie andere Aufsteiger. Wie als Schrott war ja übelst stark. Als Aufsteiger. Esprit auch. Esprit konnte ein paar Jahre zumindest halten. Und ist ja ganz okay eigentlich gewesen. Ja, voll entspannt gefahren. Mit Softreifen mal wieder. Also, dass das aber die KI irgendwann nicht merkt, dass man die ganze Zeit mit den weichen Reifen fährt. Also die mittlere Mischung so gesehen. Klar, die versuchen es mit den weichen Reifen, aber die sind halt so schnell, Kitano und Rosini, dass die es eigentlich auch packen könnten ins Q2 mit diesen Reifen. Und dann würde ich zumindest mal einen Reifenstatz sparen. Oha, selbst mit den Softreifen sind wir übelst viel schneller. Im Stock liegt ja sowieso nochmal eine Schippe drauf, weil er halt nochmal weicher ist als Kuji. Jetzt schon 1,5 Sekunden und zack, 2,5 Sekunden. Die Sekunde auf die Konkurrenz. Und dann sagt der echt, das lässt zu wünschen übrig. Dass du in dieser Runde nicht keine Chance gegen deinen Teamkollegen hast, ist schon klar. Er hat die weichere Mischung. Klar, für Kuji geht es um die Meisterschaft noch, ne? Wenn Kuji das Rennen gewinnt, ist es vertagt. Wenn Stock gewinnt, dann nicht. Dann haben wir den Meister. Oh, Fiket und Berardi versuchen es nochmal. Keine 2,50 Sekunden dahinter zu sein. Fiket schafft es, Berardi nicht. Aber ich glaube, grundsätzlich ist Esprit etwas stärker einzuschätzen als Team Kirov. Der war sogar schneller als Minato. Oh, okay. Beide kriegen einen Versuch. Dann dürfen sie so spät fahren, wie es so geht. Reifen sparen. Soll die KI mal hier Runden setzen? Ne, weil Regen ist hier sehr unwahrscheinlich. Hatten wir schon mal. Aber unwahrscheinlich. Alle jetzt gerade mal nochmal in die Box. Gut, ich darf rausfahren. Macht es auch mal ein bisschen spannender, in dem Stock ein bisschen später rausfahren darf. Na, damit die Beine auch schön weit auseinander sind. Das ist fast die Hälfte der Strecke. Und Brüni mit der Pole momentan mit 1,37,3. Ganz klar dahinter Topf und Simon. Also es ist eigentlich sehr spannend da vorne. Wenn die nicht wären. Ne? Selbst Felicity noch innerhalb von einer Sekunde, was ja auch noch krass ist. Und wir haben jetzt schon 3/10 Vorsprung. Und Stock. Das wird jetzt interessant hier. Stock nochmal schneller. 5,5 Sekunde hat Kuji jetzt Vorsprung. Da war Stock schon mal schneller und er ist momentan auch schneller. Und 36,1. Jetzt ist Terlizzi bei 2 Sekunden Rückstand. Und selbst Grunier bei 1,1. Das ist schon heftig. Naja, er macht schon mal seinen Weg zum Titel. Und er hat noch nicht mal diese Prozente, ne? Also Kuji hat ja immer, glaube ich, 5% auf die Supersoft. Klar, Stock sagen ist deutlich stärker. Muss man auch mitberechnen.